Unternehmer, liebe Handwerker, geschätzte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, sehr geschätzte Damen und Herren. Wir, das heisst der Stadtrat und unsere Geschäftsleitungsmitglieder von der Stadt Wetzikon, wir freuen uns ganz besonders, dass ihr heute wieder da gekommen seid. Frau Hochberg, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und mit Ihnen ein paar Minuten zu verbringen zum Thema ökonomischer Jahresausblick, neues Jahr, neues Glück. Es ist zugegebenermaßen immer sehr schwierig, nach einem solch stimmungsvollen Auftakt wie den, den wir eben gehört haben, zur trockenen Welt der Wirtschaftsdaten zurückzugehen. Das ist das Titelblatt und soll auch so ein kleines bisschen ein Gefühl dafür geben, wie 2019 sein wird. Sie sehen, ganz klar ist das Bild nicht. Wir haben 2018 einen Konjunkturaufschwung gesehen, der, ich würde mal sagen, deutlich über dem Potenzial liegt. Und auch 2019 dürfen wir mit einer Fortsetzung des Wachstums rechnen, vielleicht nicht mehr ganz so kräftig. Ich bin Zibel Bütikofer, ich bin Geschäftsleiterin von der Firma Eventmanagement Oberhausen. Schuler, was haben Sie vom Referat von der Anja Hochberg mitgenommen? Was hat Sie am meisten von dem Vortrag beeindruckt? Wir haben drei Sachen beeindruckt. Erstens ihr Fachwissen, das sie einfach frei vortragen kann. Was mich erstaunt hat, ist, dass der industrielle Sektor den Rat zugesetzt hat. Ich immer denke, es geht Richtung Dienstleistungssektor in der Schweiz. Jetzt haben wir das Gegenteil gesehen. Also der Nutzen für die Stadt Wetzikon, ich denke, es ist das Netzwerk. Das ist ganz wichtig, dass man sich kennt, sich begegnet, redet miteinander und sich trifft. Was wünschen Sie der Stadt Wetzikon für das Jahr 2019? Dass sich die Einwohner zu Wetzikon wohlfühlen. Und ich wünsche vor allem auch der Exekutive den Mut, Sachen an die Hand zu nehmen und umzusetzen. Nicht nur schöne Konzepte zu machen, sondern auch wirklich in eine Umsetzung zu gehen, damit es den Leuten gut geht in Wetzikon. Steiner Samuel von der Kirchenpflege, von der reformierten Kirche. Ich habe dort das Präsidium und arbeite dort mit meinen Kollegen in der Kirchenpflege. Die Art und Weise, wie sie präsentiert hat, können herstehen und über ihr Fachgebiet referieren, ohne sondern einfach können erzählen, was sie gefunden hat, ist für sie wichtig und was sie hat wollen vermitteln. Die Kompetenzen, die man eben in der Schule auch gerne hätte von den Leuten, das könnten herstehen. Ja, ich nehme mit, man sieht, dass das Wetzikon lebt und dass sich die Leute aktiv sich beteiligen, dass sie interessiert sind. Und dass sie das Anliegen von der Wetziker an und für sich jedem am Herzen liegt. Und das finde ich gut. Kirche lebt ja auch zum Teil aus den Zuwendungen, die wir bekommen, sei es steuermässig oder so. Und ich finde, wenn eine Gemeinde lebendig ist, dann geht es auch der Kirche gut. Das ist klar, oder? Sicheres Netzwerk. Menschen, die man unter einem Jahr in einer anderen Situation zu tun hat, nochmal in einer entspannten Atmosphäre kennenlernen oder näher kennenlernen zu dürfen. Also ich habe mitgenommen, wie einfach und prägnant die Dame die ganz schwere Finanzthematik und Konjunkturthematik auf den Punkt gebracht hat. Das Attraktive ist, dass wir eigentlich ein bisschen abgeschlossener Wirtschaftsraum sind. Wir sind ich wage das behaupten, das Zentrum des Zürich Oberland. Wir sind, jetzt gerade ich aus meiner Branche, aus der Automobilbranche, relativ klein. Uster, Volkertschwil oder Rüti, Jona oben. Also von dem her, das ist jetzt für mich, für unsere Branche, wirklich das Attraktive an der ganzen Sache. Ich wünsche der Stadt Wetzikon von Herzen, dass die längste Bahnhofstrasse in Europa endlich mal so belebt wird, wie sie das eigentlich auch verdient hätte. Ja, dass fast alle Kurven, die sie gezeigt hat, nach Ruhe zeigen. Wir sind optimistisch da für das 19. Bei uns läuft es auch gut. Wir sind sehr zufrieden und arbeiten mit viel Elan. Was wünschen Sie denn der Stadt Wetzikon für 2019? Ja, dass wir den Schwung jetzt in allen Bereichen mitnehmen können, dass man einen guten Austausch hat, dass wir an diesen Projekten dranbleiben können. Und dass das nicht sehr stark in die Länge gezogen wird und
jahrzehnteweise teilweise Bearbeitungen laufen und kein Resultat kommen. Also Wirtschaftsstandort Wetzikon bietet eigentlich sehr viel. Wir haben gute Geschäfte, wir haben viele Einwohner und wir haben auch ein sehr schönes Naherholungsgebiet, also auch wunderbar zum Wohnen. Darum finde ich eigentlich Wetzikon einen sehr schönen Ort, um hier zu leben. Eine attraktive Bahnhofstrasse würde, glaube ich, schon sehr viel Gutes bewirken. Der grösste Nutzen ist allem voran natürlich der Apéro. Das ist für die meisten etwas ganz, ganz Wichtiges, nebst dem Referat. Und dann natürlich auch das Zusammensein mit anderen Unternehmern und auch Leuten von der Stadtverwaltung von Wetzikon. Wetzikon ist wie auch ein grosser Teil des Oberlands sehr, sehr attraktiv, weil es zum S5-Gebiet gehört und entsprechend kurze Verkehrswege, super Infrastrukturen zum Wirtschaftsraum, Grosswirtschaftsraum Zürich. Das Zürich-Oberland ist eine Region mit sehr grossen Chancen. Ich glaube, rein von der Wohnqualität, es zieht die Leute an und ich stehe ein und wir auch in der Firma stehen ein für neu zur Region und dass man arbeiten kann am Ort, wo man auch lebt. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das möchte ich unterstreichen.